Da sind wir zurück zu Part 6, dem Sowjetlager. Und ich habe so ein Gefühl, dass das spannend wird. Seilrutschen. Ich hab mich von dem Kaninchen erschrocken, Leute. Hier hat doch gerade was geblinkt. Einmal Leder. Ja, eigentlich könnten wir das Kaninchen auch ernten, oder? Hä? Wo ist das? Verschwunnibus. So, hier kann man nichts looten. Erstmal alles abchecken. Aber hier kann man hoch. Zack. Okay. Wenn man hier nicht sogar lang muss, das kommt mir so vor. Ich dachte nämlich erst, oder muss man da unten doch lang? Weil da ist ja das Lager. Ach, hier bin ich hergekommen. Ich fregel. Ja. Alles klar, nach unten. Das ist das Kanickel. Nein! So. Ja, schade, Pfeile kann ich nicht wieder aufheben, die sind dann mal futsch. Und da liegt jemand. Ich kann nichts für ihn tun. Alle Einheiten, neue Infos. Konstantin ist vom Gefängnis hierher unterwegs. Wir müssen alles in Ordnung bringen, bevor er ankommt. Hey. Der erste Tag in Sibirien und es passiert. 2 Jahre in Afghanistan, 1 in Indonesien und nichts. Aber ein Tag hier im Eis und zack. Ich erledige einen. Die Augen des Mannes wurden glasig und er flehte mich um etwas an. Kein Russe, keine Ahnung. Ich blieb bei ihm und sah zu. Erst war er noch da, dann nichts mehr. Nur noch Fleisch. Ich habe in den Schnee gekotzt. Der war ganz rot von Blut. Jetzt ist er nur noch Fleisch. Und ich lebe. Konstantin sagt immer, dass wir aus einem besonderen Grund hier sind und Gottes Werk tun. Allmählich erkenne ich das. Hä? Er ist ein Psychopath? Wenn das die Leute sind, die Trinity anheuert. Ja, okay. Also das heißt, er ist jetzt von Trinity? Hört mich jemand? Oh, wir müssen den Funk wieder in Gang kriegen. Ob man hier einen Stealth-Kill hinkriegt? Eigentlich ja, ne? Ich weiß nicht, ob die Pfützen mich verraten. Du gehörst mir. Ja, fast. Fast schief gegangen. Ich wollte nämlich mit E angreifen, aber man muss F drücken. Oh oh. Alte bewaffnete Männer mit einer Axt da. Keine Ahnung, wie die einen davon lebend kriegen konnten. Wer zur Hölle so sind diese Leute?
Das sind nochmal mindestens zwei. Wir dachten, sie würden sich kampflos ergeben. Bauern, am Arsch. Das sind ausgebildete Guerillakämpfer. Sieht aus, als hätten die die Sowjets vertrieben. Vielleicht ein gutes Zeichen. Wenn die was schützen, das in dem Berg versteckt ist, dann sind wir genau richtig. Also, weißt du, wonach wir hier suchen? Nein, die Info ist nicht fürs Fußvolk. Aber es muss was Wichtiges sein. Die fahren hier ganz schön was auf. Ich bin jetzt seit knapp einem Jahr im Einsatz. So was Großes war nie dabei. Das ist die größte Operation seit der Insel. Aber das war eine Säuberungsaktion. Das hier ist was ganz anderes. Seit der Insel? Aha. Halte dich bedeckt. Stell nicht zu viele Fragen. So, trennen die sich jetzt noch oder bleiben die da stehen? Okay, mal gucken, ob ich die... Da stand ja gerade was von ablenken, ja, mit Gegenständen, aber... Welche Gegenstände? Keine Ahnung, wie ich ablenke mit Gegenständen, weil ich auch nicht weiß, wie ich Gegenstände aufheben soll. Machen wir es mal einfach. Ach, und hier sind die Gegenstände. Ja, okay. So, da war doch eine saubere und einfache Sache jetzt, oder? Irgendwelche alten sowjetischen Güterzüge jetzt hier. Wahrscheinlich hätte ich die mit den Flaschen auch irgendwie woanders hinlotsen können und dann schnell vorbei. Ups, aber so war doch auch legit. Okay. Da kommen noch mehr von ihnen. So, Hubschrauberlandeplatz untersuchen. Drücken Sie für Ausweichmanöver C. Gut. Wieso kann ich denn... Oh oh. Okay, das wird jetzt... Das wird jetzt schwierig. Oh nein. Oh nein, nicht gut. Okay, der eine schleppt Kisten, den anderen habe ich jetzt nur aufmerksam gemacht. Gar nicht so geil. Könnte ich aber hier rüber locken. Ja. Sieht okay aus. Alles klar. Scheiße. Ey, ich will. Eigentlich möchte ich die weiterwerfen. So mach's. Er läuft jetzt einfach, okay. Also ich bin ein bisschen überfordert gerade, sag ich ganz ehrlich. Der geht nicht weiter. Der andere trägt ja die ganze Zeit seine Kisten. Okay, da hinten ist einer definitiv in Alarm. Ist da noch einer? Ach Mist, ey.
war nicht sauber. War nicht sauber, ganz klar. Also hier hätte man... Ich bin ein bisschen enttäuscht. Hier hätte ich locker mit Stealth irgendwie durch. Obwohl, das ist schon echt schwer. Ja, vielleicht hier mit den Büschen oder was. Gucken, ob man hier hinten lang gehen konnte. Aber schlussendlich egal, oder? Wir haben keinen Schuss abbekommen. Und wir sind weiter. Was war das denn? Wieso sieht er mich und ich ihn nicht? Wieso sehen die mich alle? Schwere Geburt. Schwere Geburt. Zweite von vier Teilen der halbautomatischen Pistole. So, und jetzt sollte ich mal ein bisschen vorsichtiger weitermachen. Ich muss doch nach oben hier, oder? Macht's denn nicht. Darüber. Klar, easy. Abmarsch. Was war das? Was war das? Ach so, das sind diese Lampen. Hier ist auch noch was. Da geht's doch lang, oder nicht? Rechte Maus dazu. Okay. Ah ja. Das war's, wir haben keine Zeit mehr. Erschießen! Diese Mäuse, ne? Wieso kann ich denn? Ja, okay, hätte ich mit dem Pfeil tatsächlich nichts machen können, weil es halt. Weil da noch eine Glasscheibe vor war. Insofern macht das schon Sinn, hier den Revolver zu finden. Die Rote Armee kommt hierher. Ich verfolge sie schon seit Wochen. Ich habe zugesehen, wie Hunderte von ihnen Eisenstreben auf dem Eis verlegen.
Viele sind gestorben und ihre Körper hat man einfach in der Tundra zurückgelassen. Kein Übergangsritual, weder Begräbnis noch Einäscherung. Diese neuen Invasoren sind grausame, gottlose Männer. Sehen sie auf die wertvollen Metalle des Berges aus? Oder werden sie wie all die anderen von der göttlichen Quelle angezogen? Mein Volk muss sich wieder für den Krieg rüsten. Ah, okay, das ist jetzt auch interessant. Also hat man hier wirklich ein Volk, was die göttliche Quelle verteidigt anscheinend. Agios Oteos. Agios Prophetes. Agios Satanatros. Elisonimas. Ja, genau. Sie haben ihn gefangen. Oh nein. Nein, nein, nein. Okay. Wen haben die gefangen und was muss? Wen haben die gefangen? Pfeile und Muni, sehr schön. Objekt zu öffnen, benötigen Sie Dietrich. Halten Sie zum Knacken des Schlosses E gedrückt. Okay. Okay, okay, okay. Dietrich finden wir noch, oder? Muss doch hier auch irgendwo sein. Sir, so viel Widerstand war unerwartet. Du solltest beobachten. Mein zweites Paar Augen sein. Du musst wissen, was bei dieser Operation auf dem Spiel steht. Ja, aber... Nein. Nein. Bist du nicht. Nein. Wie könnte das jemand... Ganz ruhig. Ganz ruhig. Angst vor dem Schmerz. Unser Ziel ist fast erreicht, aber wir müssen besser aufpassen. Der Erfolg hier bringt uns eine neue... Der hat schon die Schneebrille angezogen. Dass die Augen geschützt sind. Sie werden umgehend beim Gefängnis gebraucht. Ein Gefangener weiß vielleicht was über das Artefakt. Bleibt im Glauben und ihr werdet Teil der Herrlichkeit der göttlichen Quelle. Ja, maximal widerlich, ne? Was machen wir mit ihm? Keiner fasst ihn an. Wir haben wohl noch ein Treibstoffleck. Was zur Hölle ist passiert? Das Ding ist 50 Jahre alt. So, so, ein Treibstoffleck. Wir dürfen nach dem Angriff nicht noch mehr verlieren. Okay, ich mach das. Halte das da mal fest. Ist da jemand? Eindringling! Nein, 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 nicht. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte definitiv nicht schießen.
Beziehungsweise wollte ich dort nicht aus meiner Deckung raus. Also läuft irgendwie nicht. Nein. Und ich frage mich, was sie überhaupt hier machen. Also göttliche Quelle hin oder her. Aber das sind einfach mega viele. Und irgendwie raff ich jetzt nicht, sind die hinter den Propheten noch her gewesen? Sind die jetzt hinter diesen Artefakten her? Ja, keine Ahnung. Ach, da hätte ich hochgekonnt, okay. Dann hätte ich mir den schön leise holen können. Brennbare Barriere. Okay. Damn. Ach so. Sehen mich direkt. Ich glaube aber spätestens jetzt wäre ich hier nicht mehr ohne Geräusche rausgekommen. Und das war ja anscheinend der einzige Weg, das Ding detonieren zu lassen. Ein Rosenkranz. Ich bevorzuge die klassischen Holzperlen. Das hier ist zu modern. Diese Perlen sind stark abgenutzt. Sie sind nahezu blank. Kann man hier noch irgendwas entdecken? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Gesehen zu werden. Es muss einen anderen Weg geben. Ja, okay. Ich check eben noch ab, was es da gibt. Propantank, dann noch mal ein paar Materialien, aber sonst auch irgendwie nichts, ne? Ich weiß nicht, ob ich über die kaputte Brücke irgendwie kann. Oh, da liegt noch was. Es gibt anscheinend nur den einen Weg hier über die Seilrutsche. Da scheint unsere Freundin schon wieder am Werke zu sein. Verbündete in der Nähe, optionale Mission verfügbar.
So, ich nehme auch wieder den Bogen, weil der mir einfach besser gefällt. Mission, einem Verbündeten zu helfen, bringt ihnen nützliche Belohnungen ein. Erstmal loote ich die hier. Wer sind Sie? Das klären wir später. Wenn Sie antworten wollen, hören Sie gut zu. Wir konnten den alten Funkturm zerstören, aber es gibt Repeater, über die Sie kommunizieren. Wir müssen sie ausschalten. Helfen Sie mir und ich sage den anderen, dass man ihnen trauen kann. Kommunikationsauswahl, Missionsbelohnung, Dietrich, den brauchen wir ja, glaube ich, für diese eine Tür. Diese Mission annehmen, auf jeden Fall. Ich werde nach ihnen Ausschau halten. Gut, wir haben nicht viel Zeit. Also praktisch eine Mission in der Mission, ziemlich cool. Anzeige für optionale Missionen. Ah, schau mal an. Hier sind wir auf jeden Fall dabei. Da sind wir auf jeden Fall dabei. So. Wir stellen noch eben ein paar Pfeile her. Roth ist der Meinung, dass ich schießen lernen sollte. Er wollte es mir heute beibringen. Fähigkeitspunkte. Überleben. Das war völlig aussichtslos. Ich habe immer gesagt, im Einsatz braucht man einen starken Stock und gute Stiefel. Ich sagte, ich sei ein Mann der Worte, nicht der Waffen. Er lachte und sagte, er hoffe, dass ich die richtigen Worte für einen angreifenden Bison finden würde. Ich sagte ihm, dafür hätte ich ja ihn. Aber nett, dass er es versucht hat. Ich glaube nicht, dass es weiter... Herausforderungsgegenstände sind immer gut. Roth sagte immer, die scharfen Augen und die ruhigen Hände hätte ich... So, und jetzt wollte ich noch herstellen. Waffen. Dann mir das Schießen bei. Mir gefiel es. Vielleicht zu gut. Kann ich hier was verbessern? Geschwindigkeit. Sehnennocken. Schussfrequenz erhöht. Lohnenswert auf jeden Fall. Inventar-Upgrades, Ausrüstung. Ja, brauche ich nicht. Brauche ich im Moment nicht. Nochmal die Pfeile aufgefüllt. Und Schnellreise, ja okay, mache ich jetzt nicht. Wir sind auf jeden Fall ready für den nächsten Part. Hier wird ordentlich erkundet. Ich versuche mal hier möglichst viel aufzudecken. Und ein bisschen weniger zu failen im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen, würde mich über einen Daumen nach oben freuen und bis dann. Ciao.